Kühe kriegen Mais zu fressen, Hühner und auch Schweine. Mais ist eines der Futtermittel überhaupt. Erst im Magen der Tiere und dann in unserem. Und da war es bisher sehr beruhigend zu wissen, dass der Anbau von genmanipulierten Mais bei uns in Deutschland verboten ist. Doch durch die Hintertür kommt er nun doch zu uns. Und das ganz legal mit dem Segen der Politik. Astrid Halder und Hendrik Lofen über die Macht der Genlobby. Es klingt wie Science Fiction. Ein Mais so genverändert, dass er selbst Gifte gegen Schädlinge produziert. So widerstandsfähig, dass er zusätzlich mit Tonnen von Unkrautvernichtungsmitteln gespritzt werden kann. Die Tiere bekommen ihn als Futter und landen als Steaks oder Koteletts auf unseren Tellern. Das wird bald Wirklichkeit in Deutschland. Der Agrarriese Monsanto hat es geschafft, dass sein Super-Gen-Mais SmartStacks in der EU als Futtermittel kurz vor der Zulassung steht. Wir fahren zu einem Gentechnik-Kritiker und Molekularbiologen nach Frankreich. Professor Seralini hat Studien zu Gen-Mais gemacht und warnt vor SmartStacks. Das ist der Allerschlimmste. Er hat 6 Pestizide. Das ist eine Pestizidbombe. 6 Insektizide, die sind kaum auf Gesundheitsrisiken getestet. Und die Behörden sind unfähig, diese Tests zu fordern. Denn die Zulassungen beruhen auf von Monsanto bezahlten Studien. Seralinis Sorgen beruhen auf seinen Untersuchungen. Darin fütterte er Ratten über 2 Jahre mit einem gentechnisch veränderten Mais. Die Tiere hatten danach Tumore und waren unfruchtbar. Seralinis Studie ist wegen seiner Methode umstritten. Der Hersteller Monsanto schreibt dazu: Keine einzige Studie konnte eine toxische Wirkung von gentechnisch veränderten Futtermitteln nachweisen. Monsanto, einer der größten Agrarkonzerne weltweit. Viele Milliarden Euro setzt der Landwirtschaftsriese aus den USA im Jahr um, allein durch Patente auf gentechnisch verändertes Saatgut. Doch es gibt noch mehr Hinweise, dass SmartStacks bedenklich sein könnte. Vor kurzem veröffentlichte die australische Forscherin Judy Carman eine Fütterungsstudie an Schweinen. Ergebnis: Die Schweine hatten nach der Fütterung durch Genmais schwere Entzündungen in Magen und Darm. Wieder entgegnet Monsanto, die Studie sei nicht objektiv. Das Bundesamt für Naturschutz warnt im Gespräch mit Report jedoch vor der Zulassung. Da sehen wir Probleme, dass der Antragsteller nicht genügend Daten vorgelegt hat und zum Beispiel Wechselwirkungen zwischen diesen einzelnen Genen und die Eiweiße, die Toxine, die Gifte, die er bildet, bewerten zu können. Und das betrachten wir aus Umwelt- und Naturschutzsicht als ein großes Defizit. Warum wurde auf das Bundesamt nicht gehört? Wir fahren nach Bonn, treffen einen Insider. Wolfgang Köhler war Referatsleiter für Gentechnik im Bundeslandwirtschaftsministerium. Das erste Mal gibt er ein TV-Interview. Über seinen Schreibtisch gingen alle Papiere, auch von Monsanto. Aus meiner Sicht gab es praktisch nie einen Unterschied zwischen Monsanto und der amerikanischen Regierung. Die amerikanische Regierung hat sehr oft richtig diplomatische Demarschen geschickt, wenn es um irgendwelche Zulassungsanträge für Produkte amerikanischer Firmen ging. Gentechnisch veränderter Konstrukte. Das belegen von WikiLeaks veröffentlichte diplomatische Schreiben von 2008. In dem sensiblen Dokument heißt es: Wegen der gentechnisch kritischen Stimmung in Deutschland sagt der Münchner Generalkonsul, dass er sich weiterhin für die Gen- und Biotechnik einsetzt, damit Monsanto fairer behandelt wird. Der Druck über die US-Diplomaten scheint zu wirken. Denn jetzt, 5 Jahre später, wird das einst so kritische Deutschland ausgerechnet SmartStacks den Weg bereiten. Bei der entscheidenden Abstimmung in Brüssel enthielt sich Deutschland, stimmte nicht dagegen. Jetzt darf die gentechnikfreundliche EU-Kommission entscheiden. Und die will SmartStacks in den nächsten Tagen genehmigen. Wir fragen die zuständige Landwirtschaftsministerin beim CSU-Parteitag vor einigen Tagen. Ausflüchte. Das Abstimmungsverhalten hätte von uns nichts verändert an der grundsätzlichen Frage, dass keine qualifizierte Mehrheit dafür, keine qualifizierte Mehrheit dagegen gekommen ist. Und deshalb wird sowieso die Kommission jetzt selbst entscheiden. Sie macht es sich einfach. Doch welche Auswirkungen hat SmartStacks womöglich auf den Menschen? Der Genmais wird auch mit einem umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel gespritzt, Glyphosat. Das Pflanzengift steht im Verdacht, krebserregend zu sein.
Das Mittel gibt es schon in der EU und würde durch SmartStacks noch mehr verbreitet. Umweltverbände sind alarmiert. Denn SmartStacks verträgt sehr hohe Dosen Glyphosat. Das bedeutet, es würde noch mehr eingesetzt. Die Belastung der Umwelt und der Menschen mit dem Unkrautvernichtungsmittel würde zwangsläufig zunehmen. Der BUND testete in 18 EU-Ländern menschlichen Urin auf Glyphosat. Wir haben hier die Zeile für Deutschland. Wir haben 10 Proben genommen und haben in 7 von 10, also in 70%, Glyphosat im Urin gefunden. Und die dann wahrscheinlich Glyphosat über die Nahrung aufgenommen haben. Diese Untersuchungen werden von Monsanto zurückgewiesen. Es seien zu wenige Proben. Alles nicht belastbar. Wir wollen das überprüfen. Lassen uns selber testen. Wir geben Urinproben von 2 Reportern in einem Prüflabor in Bremen ab. Innerhalb weniger Tage bekommen wir das Ergebnis. In der ersten Probe finden wir tatsächlich Glyphosat in einer deutlichen Menge. In der zweiten Probe ist die Konzentration sehr viel geringer. Glyphosat im Urin, ein Unkrautvernichtungsmittel. Zwar unter dem Grenzwert, aber Zweifel bleiben. Mit SmartStacks steht eine weitere gentechnisch veränderte Pflanze vor der Zulassung in der EU, die mit Glyphosat gespritzt wird. Warum wird so wenig auf kritische Wissenschaftler gehört? Wenn Sie als Wissenschaftler kritische Positionen gegenüber der Gentechnik vertreten, sind Sie mehr oder weniger weg vom Fenster. Das heißt, Sie werden nie wieder Geld aus der Industrie bekommen. Und somit sind Sie praktisch als Wissenschaftler nicht mehr handlungsfähig. Mein Vertrauen ist doch stark eingeschränkt.